Ich bin der Henrik Andersson, bin 26 Jahre alt und wohne in Wien. Und ich hatte einen Unfall vor 5,5 Jahren. Und seitdem bin ich querschnittsgelähmt und sitze im Rollstuhl. Also ich war dann nach meinem Unfall auf Reha am Weißen Hof. Und dort hatten wir Tischtennis als Therapieeinheit, jeden Tag eine Stunde lang. Und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich erfahren, dass dort am Weißen Hof auch einen Tischtennisverein gibt, wo auch der ehemalige Paralympicsieger Andreas Vevera und die Paralympics-Zweite Doris Mara trainieren und spielen. Und dann war ich mal dort beim Schnuppertraining und die beiden meinten, ich hätte Talent. Und seitdem spiele ich jetzt dort mit viel Motivation und Begeisterung. Bei meinen zweiten Staatsmeisterschaften, da habe ich erst 2 Jahre gespielt, Tischtennis. Und da wurde ich schon Staatsmeister in meiner Klasse 4. Und das war so wirklich ein riesiger Erfolg als Außenseiter, als quasi Neuling. Und im Jahr darauf, 2022, konnte ich den Titel sogar verteidigen. Und das war auch ein sehr schöner Moment, weil da waren wiederum neue Gegner dabei, sehr starke. Also eine bittere Niederlage war eben die gegen den Graz Gottfried bei meiner ersten Staatsmeisterschaft im Finale. Aber da habe ich auch schon das Match gefilmt und auf Video aufgenommen. Und ich tue nachher immer die Videos analysieren. Und da kann man wirklich viel dann rauslesen und die Schwächen und Stärken sehen, woran man arbeiten muss und was man gut gemacht hat, was man hätte anders machen können, besser machen können. Aber meine größten Ziele und Pläne wären nicht national, sondern international. Mein großer Traum sind die Paralympics. Da habe ich ein konkretes Ziel, 2028 in Los Angeles. Da möchte ich hin. Und ich habe auch die perfekte Trainerin Doris Mader. Die wurde eben schon Paralympics Zweite 2012 in London. Und mit ihr habe ich schon riesige Fortschritte getan und wurde eben Staatsmeister. Ich hoffe, es geht weiterhin so weiter. Ich finde, Ziele setzen ist schon sehr wichtig. Das gibt einen Motivation und Antrieb, jeden Tag aufzustehen und für was zu leben, nicht nur dahin zu leben. Und das gibt eine Motivation und auch Lebensfreude. Ja, so Sponsoren würden dem Behindertensport eine Menge helfen, eben für mehr Bühnenpräsenz, mehr Aufmerksamkeit. Aber man merkt auch, dass das Interesse der Medien am Behindertensport von Jahr zu Jahr steigt. Aber wir würden uns schon mehr Sponsoren wünschen im Behindertensport. Und auch privat bin ich auf Sponsorensuche. Das alles kostet Geld und das würde mir auf meinem Weg zu den Paralympics eine Menge helfen. Aber bin zuversichtlich, dass da was kommt. Und auch der Win-Today-Spot hat mir schon eine Menge geholfen.